das trinket. Niemand, niemand. Warum fragt ihr die ganze Zeit, ob ich auf irgendeinen TS komme? Tiers ab und zwei Herzen. Das nehmen wir. Tiers ab sind immer gut. Ich mag ja auch Krebs besonders, weil man einfach mit Krebs kann man viel schneller weinen. Da kann man besser weinen als... Oh Gott, was erzähle ich hier? Mach keine Witze über Krebs. Nein, mache ich nicht. Gut, wir bräuchten noch... Oh, das ist gerade alles doof. Die Ebene ist so groß und unübersichtlich. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen soll. Da oben ist noch ein Spielautomat, fällt mir gerade auf. Oh, was für einer war das? Ach, das war das... Oh, das war der Bettler. Bei dem Bettler könnten wir noch was ein bisschen hergeben an Geld. Da bekommen wir auch mit einer höheren Wahrscheinlichkeit ein Item, falls wir uns im Shop das Trinket-Ding nicht lohnen können. Wir könnten im Shop natürlich auch das Item rerollen und in der Hoffnung, dass wir einen Kompass bekommen. Das ist eine... Ich kann nicht mehr reden. Das ist, denke ich, ganz praktisch. Das dürfte sogar ganz praktisch sein. Wir können auch den Bettler sprengen. Und dann droppt er ein bisschen Geld und das können wir dann verwenden. Das Geld, was er tut. Wir könnten den Bettler sprengen, um Geld zu bekommen. Und dann können wir uns im Shop was kaufen. Dieses Spiel ist grausam. Sehr grausam sogar. Na, kleiner Bettler. Heute schon gesprengt worden. Oh Gott. Jetzt ist die Frage. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass die Wahrscheinlichkeit sich auf einen Engelsraum auch verringert, wenn man einen Bettler sprengt. Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner Wiki gelesen. Also merkt euch, Kinder, sprengt nie Bettler, sonst kommt ihr in die Hölle. Das habe ich gelernt. Im Internet. Im World Wide Web. Ich kenne viele Leute, die haben einen Bettler gesprengt und sind einem unglücklichen Tod gestorben. Ohne Kiste. Mit Geld, komm schon. Nein, zwei Schlüsseln. Ich wollte doch nur Geld. Wie kriegt man das, was man bekommt? Nie bekommt man das, was man bekommt. Schrecklich. Jetzt ist echt die Frage, wollen wir ihn sprengen? Und das zweite Trinket oder irgendwas rerollen? Aber er guckt so lieb, schaut ihn noch an. So was kann man nicht sprengen. Ach komm, nimm mal Geld. Ja, nimm's. Ja, gibt mir nichts. Oh, ein doppeltes HP-Upgrade. Gut, dass wir nicht gesprengt haben. Jetzt haben wir einiges an Leben. Man wird belohnt, wenn man das Gute tut, Kinder. Man wird belohnt. Das Leben schenkt einem dann Sachen. Oh Gott. Ich konnte ihn einfach nicht sprengen. Ich habe es nicht übers Herz gebracht. Jetzt haben wir leider nicht genügend Zeug, um uns zweites Trinket zu leisten. Allerdings ist diese zwei HP-Upgrades sind es, denke ich, auch wert. Und dann gehen wir in die nächste Ebene mit Isaac. Ich bin es gar nicht gewohnt, so lange am Stück einen Part quasi zu machen. Sonst cutte ich ja immer alle 15 Minuten, dann trinke ich kurz was. Und jetzt ist dem nicht so. So, einige Münzen. Damit können wir uns was Schönes beim Shop leisten. Ich hasse diese Gegner. Oh Gott! Ich habe gesagt, ich hasse euch. Und trotzdem berührt ihr mich. Okay, fliegen die uns freundlich gesinnt. Obwohl, warte, wir können jetzt testen. Ne, wir bekommen von denen auch kein Berührungsdamage. Okay, das ist sehr gut. Hier ist auch der nächste Goldraum. Was bist du? Irgendwas mit Bomben. Tiki hat gerade getweetet, Maula, du willst Bettler sprengen? Ich habe ihn nicht gesprengt. War das Homing-Bombs? Also ich warte gerade kurz auf den Chat. Sind das Homing-Bombs? Ist gut, das Item heißt Undefined Head, aber der Effekt kommt nur bei einem Itempool. Wie viele Brüder oder Schwestern hast du? Ich habe eine Schwester und zwei Brüder. Also insgesamt sind mir vier Kinder und halt zwei Elternteile. Useless sagte. Ja, was macht es? Es war Homing Bombs. Das heißt, wenn man zum Beispiel das Dr. Fetus Item hätte, wäre dieses Item perfekt. Es wäre perfekt. Naja, nicht für uns. Der auch nicht. Das war der Chat. Ja, er gibt einen Herzen. Glaube ich zumindest. Es sah zumindest rot aus. Ich weiß, das ist ein roten Begleit. Oh nee, nicht die. Geht weg! Niemand mag euch. Sterbt! Ihr habt keinen Kopf mehr. Ihr habt kein Gehirn. Deswegen lebt ihr auch nicht. Deswegen darf man euch töten. Genauso wie Zombies. Nein. Oh. Da werden wir erstmal getroffen. Nein. Oh Gott. Und schon wieder. Nein. Ich hasse die echt. Ich achte die ganze Zeit auf den Chat und ab zum Geheimraum. Wo wir die Ank bekommen. Die Sache ist jetzt allerdings. Oh Gott. Wisst ihr, wie ich mich ärgern würde, wenn wir jetzt hier gleich was rerollen würden, nämlich das Fetus-Item und wir gerade eben Homing-Bombs nicht aufgesammelt haben.
Wenn wir jetzt dieses Item hier rerollen, besteht eine Möglichkeit, dass wir das Fetus-Item bekommen. Und wenn ich dann Homing-Bombs nicht aufgesammelt hätte, dann würde ich mich richtig ärgern. Oh. Wir werden es auf jeden Fall rerollen. Das ist der Enk. Dieses Item war der Enk. Der Enk macht folgendes: Wenn man stirbt, hat man noch ein Leben obendrauf, aber da spawnt man nur mit 5 Silberherzen, glaube ich. Ich bin mir gerade nicht sicher, es waren, glaube ich, 5. Oder waren es so viele, wie man Herzen hatte? Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es auf jeden Fall nicht. Auf jeden Fall ist es ein Item, wo man als The Blue Baby respawnt. Ist extrem praktisch, muss man sagen, wenn... Also es ist extrem praktisch, wenn... Es ist extrem praktisch, wenn... Ich wüsste, wie ich meinen Satz beenden wollte. Es ist gut, wenn man halt zum Beispiel The Chess schaffen will mit Blue Baby. Was man ja muss, wenn man wirklich 100% spielen will. Wenn man 100% spielen will, dann muss man es auch damit besiegen. Und ja, dann kann man einfach einmal in einem Raum sterben, nachdem man Blue Baby so besiegt hat, und es nochmal versuchen. Und wir bekommen 99 Bomben. Nein, danke. Nochmal rerollen. Wir wollen was Besseres. Und ich muss auch gerade bedenken, dass wir im Goldraum auch nochmal rerollen müssen. Wir können einfach hier stehen bleiben, erstmal alle einmal töten. Dann gehen sie leichter zu töten. Ich glaube allerdings nicht, dass wir hier wirklich Fortschritt reichen werden, wenn wir das hier so machen. Wir kriegen keinen Tod, weil man die ja zweimal töten muss. Drei Silberherzen waren es. Oh Gott, ihr redet hier über so viele Sachen im Chat. Wie alt ich bin. Ich bin uralt, ich bin 20. Und ich sollte mal aufhören, das hier so zu versuchen. Oh, es hat sogar funktioniert, WTF. Wenn ich den Chat gelesen habe. Die perfekte Situation, um einen Chat zu lesen. Oh, okay. Gegner. Was? Erstaunlich. Gegner. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ach so. Okay, das hat man so gemacht. Zweimal aktivieren und dann töten. Und dich auch töten. Oder wir machen es einfach. Ist komisch durcheinander, so wie man es nicht machen sollte. Weil dann die... Oh, wir schweben ja. Ich vergesse immer, dass wir schweben wegen diesem Kinnherz. Dieses Kinnherz verwirrt mich. Stirb. 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 Ich stupse so an. Stirb, stirb, stirb. Und dann ist das hier auch noch tot. Wir haben wieder den Dings voll. Den Dingskirchen. Ein Würfel. Hatten wir denn schon einen Raum davor voll? Oh Gott. Habe ich jetzt einen Raum verschwendet? Ich weiß es nicht. Oh Gott, wenn ich einen Raum verschwendet hätte. Das wäre eine traurige Geschichte. Die Schaufel kann man sich in der Ebene runtergraben. Allerdings ist ein Leertasten-Item, interessiert uns deshalb nicht. Es würde uns interessieren, wenn wir auf der Ebene von Eclipse, dann könnten wir nämlich noch den Teufel hinten dran hängen. Also den Teufel noch machen, auf jeden Fall. Allerdings so, nein, danke. Ist noch wieder ein einzelner Gegner, das ist ja kein Problem. Eine Bombe, das ist auch gut, dass wir immer diese Bombe bekommen, weil wir müssen uns ja in einen Geheimraum reinspringen. Und hier haben wir wieder so einen Raum, wo ich den Chat wieder lesen kann. Was ist dein echter Name? Meinen echten Namen erzähle ich einfach nicht. Also den sage ich euch einfach nicht, weil ich im Internet Mohdado heiße. Und wenn jemand meinen echten Namen weiß, es gibt solche Spezialisten, die benutzen den dann. Die schreiben den auch zum Beispiel dann in Livestream-Chat, meinen echten Namen statt Mohdado. Das will ich einfach nicht, deswegen verrate ich den nicht. Und das ist, denke ich, die einfache Lösung, um zu erreichen, dass ich im Internet Mohdado heiße. So. Nochmal rerollen. Hoffen, dass wir das Fetus-Item bekommen. Wir bekommen ein Leertasten-Item. Was ein Leertasten-Item heißt, ich kann es zeigen. Nutzt man einfach. Wusch. Pow. Und ja, es macht einfach eine Explosion, eine Gift-Explosion. Es macht an sich echt gut Schaden, muss man sagen. Allerdings, Leertasten-Item will ich... Okay. Ich kann über alles fliegen, aber über diese Köpfe nicht. Und es ist irgendwie Zufall, was diese Köpfe sind. Jetzt sind es nämlich wieder 3 graue anstatt 2 graue und ein grüner. Oh, warum renne ich eigentlich in die Richtung hier? Das bringt mir gar nichts. Ich renne in eine Sackgasse. Ich renne gegen eine Wand. Und ich muss mich, glaube ich, ganz kurz muten, da meine Eltern wieder da sind. Nein, sie haben meinen Bruder, glaube ich, gerufen, nicht mich. Gott sei Dank. Für was hat man eigentlich diese Familie? Kann man die nicht einfach abschaffen? Und in dem Moment kommt die ganze Familie ins Zimmer und hört das und ist erschüttert über meine Worte. Und weint deswegen. Oh, mir fällt gerade auf. Ach nee, es ist doch gerade alles irgendwie doof. Mir fällt gerade auf. Ich muss das Goldraum-Item rerollen. Ich muss vielleicht das Boss-Item rerollen. Und ich habe schon wenige Versuche, deswegen machen wir, egal was hier drin ist, einfach den Raum.
weil es... Oh, ein Dime. Oh, das hat sich ja sogar gelohnt. Ein Dime bringt einem 10 Münzen und lässt einen besser vom Gegner treffen, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr hört mal wieder, ich muss Tweetdeck ausmachen. Hä? Oh, es ist sogar eine Engelsgestalt. Oh nein! Ich sehe mein Leben nicht. Tweetdeck hängt oben drüber. Geh weg, Meldung. Geh weg. Stirb, Engel. Stirb. Okay, hüpfende Hand. Oh Gott, von dem wurde ich auch getroffen. Dabei ist es nicht mal die gemein. Nicht außer Übung, aber unser Herz ist... Unser Herz ist wieder voll. Unser Herz ist rein. Okay, und jetzt die nervigsten Gegner noch hinten dran. Genau. Ach, schade. Warum macht ihr sowas Schreckliches? Hör auf, mich zu bedrängen. Du willst doch nur mein Gehirn. Und weil mein Gehirn schöner ist als deins. Was ich natürlich weiß, weil ich weiß, wie mein Gehirn aussieht. Ja. Ich hab's mal rausoperiert, um zu schauen, wie es aussieht. Für alle, die es jetzt wundert, dass ich weiß, wie mein Gehirn aussieht. Natürlich gibt's keine andere Erklärung. Warte, wir töten ihn mit dem Cube of Meat. Komm her. Stirb. Nein, 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 nein. Nein. Stirb an unserem Fleisch. Ich muss sagen, unsere Form, wir sehen auch wunderschön aus. Mit diesem Herzkinn, mit diesen Stielaugen. Fast so wie mein Avatar. Nur nicht ganz so schön. Da muss es noch ein bisschen üben. So, wir haben ihn wieder voll. Dürfen wieder zum Geheimraum gehen. Das nervt mich gerade ein bisschen, das Hinotel auch, muss ich ehrlich sagen. Passt, ich soll nicht den Epic Features nehmen. Ich kann ja mal die aktuelle Isaac-Folge spoilern. Ich habe ihn dort auch nicht genommen. Und habe es im Nachhinein... Oh nee, wir bekommen einfach nichts. Ach, das macht mich traurig. Oh, das macht mich richtig traurig. Und wir können... Oh, okay. Gott sei Dank geht's da unten noch zu mehreren Räumen. Und wir kriegen hier echt nervige Gegner. Wenn auch gleich mal hier ein Gegner damit springen, weil da noch so ein Herz war. Und jetzt machen wir auch einfach die Kiste auf, währenddessen in einem Zug. Komm her. Nein, stirb. Ich treffe nicht. Meine Konzentration lässt nach. Es ist nicht gut. Ich glaube, wir werden es heute It Lives höchstens besiegen. Wir werden auf keinen Fall Isaac schaffen. Bekommt man auf der Kefütel-Ebene pro Treffer 2 Herzschaden und auch nur ein Herz? Weil 2 Schaden pro Treffer wäre doch recht übertrieben, würde ich mal behaupten. Oh, und da unten ist der Shop, bei dem waren wir auch noch nicht. Und, oh Gott, unser Cube of Meat hat uns gerettet vor diesen bösen Strahlen. So, okay. Und die Gehirne? Hier sind wieder Gehirne. Ich habe euch doch gesagt, mein Gehirn ist schöner. Ja. So, erstmal mache ich die Tweetdeck aus, dass ich euch diese Geräusche nicht antun muss. Und jetzt kriegen wir... Oh nein, ein Gegner, ein zusätzlicher Gegner. Schnell rausspringen, damit wir den aufsparen können. Oh nein, wir können sie nicht rausspringen. Warum können wir nicht aus dem Miniboss raus? Kann man generell aus keinem Miniboss raus? Weil das ist mir ja schon mal passiert. Ich habe gedacht, es lag dann an dem Miniboss, weil es der stärkste Miniboss war, dass man einfach wollte... Nein, der darf nicht fliehen. Der nicht. Aber ich hätte daran denken sollen, dass es hier ein Dings geben kann. Jetzt ist die Frage, was rerollen wir? Was lag im Geheimraum? Irgendwas Unnützes. Ein Letters in Item. Oh, heißt, wir müssen auf jeden Fall mal... Er gibt uns Herzen, warum nicht? Und es tschüss. Jetzt haben wir einen süßen kleinen Begleiter, warum nicht? Und können noch einmal das hier rerollen und hoffen, dass was Gutes rauskommt. Ich muss es jetzt einfach nehmen, egal was rauskommt, außer es ist ein Letters-Item. Und wir bekommen ein extra Leben, ist doch auch nicht schlecht. Eine zweite Chance. Wir bekommen eine zweite Chance. Ist eigentlich recht gut, weil man spawnt, glaube ich, mit vollen Herzen, wenn man das Item hat, oder? Oder mit 5 vollen Herzen. Ich weiß es gerade nicht. Man kann aus keinem Miniboss raus. Okay. Es gäbe keinen Slow-Mode. Und wir kämpfen gegen Gish. Ich hab noch nie gegen Gish gekämpft. Was kann der? Ist er wie Monstro? Anscheinend schon. Na? Oh, und er spawnt kleine Gishs. Oh, ist das süß. Guckt euch sie an. Von welchem Spiel war Gish? Hieß das Spiel, in dem Gish vorkommt, auch Gish? Ich weiß es gerade gar nicht. Und wir haben uns dooferweise treffen lassen. Ja, wir. Ihr habt euch auch treffen lassen, indem ihr zuschaut. Oh Gott. So, jetzt spuckt er gleich wahrscheinlich wieder was. Er hat wahrscheinlich auch irgendein Muster. Oder ist es einfach wie Monstro, er spuckt irgendwann. Oh, wir wurden nicht getroffen. Ich hab's geschafft. Okay, einmal gehüpft, das zweite Mal gehüpft, spawnte die Sachen. Und dann einmal. Zweimal. Dreimal. Er kann aber nicht unbegrenzt weit springen. So wie Monstro, der kann ja über den ganzen Raum springen.
So, einmal springt er jetzt, das zweite Mal kommen wieder die Gegner. Ja, okay. Und dann hüpft er dreimal und dann kommt seine Attacke. Oh, da wurde mir getroffen, weil ich nicht aufgepasst habe. Oh, der Boden ist auch so schwarz, dass man seinen Schatten kaum sieht. Das ist aber gemein. Das ist sehr gemein. Stirb. Gisch. Klein Gisch. Da spuckt er nach dem dritten Mal. Falls ich mich nicht verzählt habe. Oh, und nochmal. Okay, es gibt keinen Weg. Ich muss das wie bei Monstro Random. Stirb. Stirb, Gisch. Okay, aber dieser Doppelsprung auf jeden Fall, da spawnt er mal ein. Und wir töten immer die Kleinen. Also ich finde, die sehen echt süß aus. Und dort hat ein heiliges Herz getroppt. Wir sind sehr glücklich. Und das Item könnten wir, glaube ich, eh nicht rerollen, weil er ein bestimmtes droppt. Und das macht Little Gish. Ach, ein Begleiter. Wusch, wusch, wusch. Und wir schauen in den Dämonenraum. Da hätten wir ein Item, was wirklich eigentlich echt gut wäre. Gabis Paw. Die wandelt einen Herzcontainer in drei Silberherzen um. Auch hätten wir dort Brimstone. Brimstone bin ich wirklich kein Fan davon. Deswegen will ich es eigentlich nicht mitnehmen. Gish heißt das Spiel, nicht Gish. Was? Gish heißt das Spiel von Gish. Ach so. Sagt ihr, ich soll Brimstone mitnehmen? Ich mag Brimstone echt nicht. Und für Gabis Poe ist es zu früh, weil ich den Dice behalten will. Also ich warte auf eure Beratung. Ich mag es einfach nicht, ehrlich gesagt. Es ist so ein träges Item. Nimm Brimstone, einmal für Brimstone. Und jetzt, wer stimmt gegen Brimstone? Nimm Brimstone, nicht Brimstone, Brim. Ja, das Herz werde ich diesmal nicht vergessen. Nix mitnehmen, nein, nein, nimm es nicht mit, nein, nein, nee, ja, nimm nicht, nö, nein, 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 ja, nein. Okay, es ist fair für nein, okay, bin ich auch dafür. Ich bin nämlich auch dagegen. Und wir haben hier das heilige Herz, was ich diesmal nicht vergessen werde. Was haben wir eigentlich im Geheimraum jetzt für ein Item bekommen? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau, das Extra-Leben, das uns wieder... Oh, wir haben eigentlich schon eine kleine Armee an Begleitern. Muss man es uns sagen. Wir könnten auch den Super-Geheimraum suchen. Das Einzige, was man da noch Gutes finden könnte, was richtig Gutes wäre, ein heiliges Herz. Und das heilige Herz bringt es nicht, weil man braucht drei heiligen Herzen, damit es jetzt noch einen Unterschied machen würde. Also noch zwei extra. Deswegen wechseln wir die Ebene. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, wir sind auf der nächsten Ebene. Wir sind Necropholis. Und haben hier gleich gemeine Gegner. Oh, die können Gott sei Dank... Oh, Gish verlangsamt die Gegner. Komm, schieß auf deinen Kollegen. Schieß auf ihn. Okay, er wollte nicht. Schade. Und da ist es wieder voll. Wir könnten auch gleich nach einem Geheimraum suchen. Der könnte zum Beispiel hier sein. Wir haben ja die Bomben. Umso früher wir finden, umso früher können wir bedacht rerollen. Hier wäre auch der Goldraum. Das ist auch eine schöne Sache. Da bekommen wir Maten, die... Okay, das Verlangsamen ist echt praktisch. Vor allem ist es verlangsamt anscheinend mit einer sehr hohen... Oh Gott. Anscheinend mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit. Oh nein. Oh nein. Oh Gott, ich... Nein, Raum. Töte mich nicht. Ich bin immer in die Ecke gerade eben gedrängt worden. Oh Gott. Oh Gott. Und da wurde ich Gott sei Dank nicht getroffen. Irgendwie habe ich das Gefühl, das Spiel verschnellert sich manchmal und verlangsamt sich dann wieder. Halbes Herz, Bomben, Goldraum. Was warst du? Was warst du? Ich weiß, dass du extrem gut... Warst du das Zyklopen-Item oder warst du das mit den Giftdrehen? Ich sammle es einfach auf. Polymus. Okay. Das ist ein Item, was alles einfach verbuggt. Was viele anderen Items vom Schaden her verbuggt. Und wir machen jetzt ultra viel Schaden. Vor allem frage ich mich, wie das mit den... also, das Item sollte man nehmen. Ja, müssen wir nehmen. Also ich lese gerade einen Chat. Ihr seht es erst jetzt. Ich sehe ja, an welcher Stelle ich immer, also ihr immer seid. Also ihr sagt alle, nimm es. Und ich habe es genommen. Okay, irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir machen weniger Schaden. Obwohl, geht. Oh Gott, war das knapp. Nicht mit uns. Stirb. Stirb, Bastard. Du. Sind das, wie heißen die Gegner? Ich habe gerade eine Vermutung, allerdings würde ich es nicht aussprechen. Oh Gott. Und umgehe ich es immer. Hier haben wir eine Kiste. Geld drin. Heißt, wir werden zum Shop gehen. Wenn wir ein Arcade finden, dürfte das auch ein Vorteil sein, weil wir können auch Pillen nehmen und alles Mögliche. Alle tollen Sachen des Lebens haben wir noch vor uns. Dort haben wir... Okay. Komische Stelle für so ein Schlüsselding. Ich frage mich gerade, ob diese rot blinkenden, großen Fliegen uns dann auch noch Schaden, also Berührungsschaden machen. Das
frage ich mich gerade wirklich. Okay, wir hätten einen Schlüssel ausgeben können, um eine Bombe zu bekommen. Wir könnten weiterhin nach Shops suchen, nach Geheimräumen suchen. Da ist er nicht. Nach dem Geheimraum, genauer gesagt. Damit wir gleich rewollen können. Da ist er auch nicht. Wo könnte er noch sein? Da unten. Nein, wir suchen einfach. Oh Gott, ich hätte fast den Schlüssel ausgegeben. Gott sei Dank ist dem nicht so passiert. Oh Gott, nicht. Nicht wehtun. Okay, wir wurden getroffen. Dieses Polemus, also dieses Zyklopen-Item ist auch so gemacht, dass wenn ich zum Beispiel eine Fliege damit töte und dann noch Damage übrig bleibt, dann fliegt der Damage weiter. Hat man auch gerade gesehen, als ich einen Gegner getötet habe. Ist eigentlich recht gut. Hier haben wir noch mehr von den Gegnern. Die Ebene besteht anscheinend nur aus diesen Gegnern. So, hat man gesehen. Ist weitergeflogen. So. Noch ein Treffer und der dürfte auch tot sein. Nee, okay, zwei Treffer. Du bist OP? Wer ist OP? Stipp. Ha! Geschafft. Tot. Ich versuche gerade den Chat zu lesen. So, kann ich jetzt auch. Ist ja alles tot. Toll. Spiel Minecraft. Nein, ich spiele Keen Minecraft. Das habe ich schon getan, die erste Stunde. Ich mag Binding of Isaac mehr. Ha! Naja, kommt drauf an, auf was ich gerade Lust habe. Aber Binding of Isaac ist auf jeden Fall ein sehr tolles Spiel. Und diese Verlandung zum Mung-Ding dürfte hier bei Chat viel bringen. Ich bin gleich tot. Bleib weg, Chat. Bleib weg. Bleib fern von uns. Was ich ewig nicht mehr gesehen habe, ist dieses Laser-Auge. Wurde das rausgepatcht? Oder warum sehe ich das nie? The Emperor. Hat einen, glaube ich, direkt zum Boss geführt, oder? Was jetzt eigentlich gar nicht so schlecht wäre. Oh nein, das ist schlecht. Wir sind auf Mutters Fußebene. Nein, was habe ich getan? Was habe ich getan? Jetzt können wir die ganze Ebene nicht looten. Oh nein. Warum? Ich habe nicht dran gedacht. Ach nee, es ist eine Doppelebene. Heißt, wir kommen hier wieder raus. Weil wir ja die nächste Ebene gleich machen müssen. Ich hoffe doch, dass sich einfach beide Räume öffnen. Oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Waren wir auf einer. Nein, wir sind gar nicht auf einer XL-Ebene. Oh nein. Warum? Warum habe ich sowas Dummes getan? Vielleicht bekommen wir hier ja eine Karte, die uns raus teleportiert. Oh. Manchmal bin ich doof. Ihr müsst es mir nicht sagen. Wir bleiben hier einfach stehen. Eve ist echt gut, der Charakter. Ich habe eher schlechte Erfahrungen damit. Weil das HP-Upgrade, naja. Was hat uns noch gefehlt auf der Ebene? Der Geheimraum hat uns gefehlt und der Shop. Den Arcade hätten wir auch sinnvoll benutzen können. Raussprengen kann man sich, soweit ich weiß, auch nicht. Nein, kann man nicht. Ich werde es trotzdem mal probieren. Wir verlieren so viel Blut. Wir verblieben heute. Ich bin traurig. Maudado traurig. Maudado traurig. Maudado nächste Ebene. Maudado weint. Maudado rennt in den Raum. Öffne die Truhe. Und zwei Pillen, von denen wir nicht wissen, was wir machen. Wir haben nicht die Lucky Food oder das andere Item. Oh, Bad Trip. Au. Komm, wir nehmen noch eine mit. Auch wenn es uns danach schlecht ging, in dem Moment, als wir sie benutzt haben, war sie doch gut. Oh Gott. So. Okay, die Herzen gehen auch erstaunlich schnell kaputt, obwohl die ja eigentlich immer so viel Leben haben. Drei Treffer, obwohl drei Treffer sind eigentlich mit dem Item hier nicht viel. Es ist mit dem Item hier viel. Wir können hier auch gleich nach dem Geheimraum suchen. Na, sterbt Herzen. Wo sind eure Masken geblieben? Hat GLP euch verlassen? Okay. Hier könnte ein Geheimraum sein. Oh, da ist sogar ein Geheimraum. In dem Super Greed ist. Yeah! Ist das nicht toll? Ich glaube, ich fließ sogar. Obwohl, kann der ein Item droppen? Er kann, glaube ich, den Steam Sale droppen. Und die 25 Münz. Nein, nein, das ist mir nicht wert. Das ist mir echt nicht wert. Hier verliere ich viel zu viele Herzen. Auf einer unteren Ebene hätte ich gesagt. Ja, aber hier verlieren mir pro Treffer ein ganzes Herz statt ein halbes. Und wenn wir das wollen, dann können wir auch einfach Bad Trip benutzen. Das ist, denke ich, die bessere Möglichkeit. Und wegen Laserauge soll ich gleich mal in den Chat schreiben, ob da jemand geantwortet hat, ob das überhaupt noch im Spiel ist, weil ich habe das noch gar nicht gesehen, seitdem ich das Let's Play. Hat da jemand was geschrieben zu dem Laserauge? Laser? Okay, Technologie, okay, ist extrem selten. Okay. Schade, weil das ist, war, glaube ich, auch mit diesem Zyklopen-Item extrem OP. Okay, zwei Treffer. Ich muss mal wieder sagen, wie sehr ich dieses Verlangsamungs-, also unseren Kleidermarkt, der verlangsamt.
Die anderen mag ich nicht so sehr, das ist mein Liebling. Man sollte doch gar keine Lieblinge haben. Da können wir nur rein mit vollem Leben. Heißt, wir müssen noch ein Herz finden. Oh ne, bleib weg. Bleib weg. Okay, ihr könnt uns nicht treffen. Heißt, hier können wir letztendlich campen. Kommt zu uns. Ach, hallo. Irgendwie erinnern mich die Dinger aus den... ich weiß gar nicht, wie die hießen. Aus Anhalter durch die Galaxis. Da gab es auch solche Wesen, die durch den Boden gebrochen sind. Außerdem per Anhalter von der, durch die Galaxis fand ich ein sehr schönes Buch. Ein Film ging auch. Naja, hat halt hat nicht wirklich den Witz erreicht, den das Buch hatte. Aber auch witzig. War auch witzig. So, töten wir mal das hier, bevor es uns trifft. Oh Gott, der macht seinen Strahl. Er ist aber tot. Das sind doppelzeitige Dinger. Ich spreche den Namen nicht aus. ich roll mal wieder den Chat runter. Das ist The Binding of Isaac. Warum? The Binding of Isaac müsste doch eigentlich ultra bekannt sein. Ich wundere, dass es Leute nicht kennen. Oh Gott. Ich habe gedacht, jeder kennt dieses Spiel. Aber ich habe mich wohl geirrt. Wurden wir nicht getroffen und haben keinen Schaden bekommen? Wundert mich. Genauso wie Leute The Binding of Isaac nicht kennen können. Das ist ein Spiel, da geht man durch die Ebene und sammelt Items auf und tötet seine Mutter. Ja, das ist eigentlich das Spiel zusammengefasst. Hört sich das nicht toll an? Hört es sich nicht toll an? Nein? Okay. Ja, so ist es. Und am Ende tötet man sich selbst. Ist noch anzumerken. Also man tötet erst seine Mutter mehrmals, damit man sich selbst töten kann. Oh, okay. Herzen, ich hasse dich. Euch. Dich. Euch, wenn überhaupt. So. Steppt. Und du auch? Kannst du eigentlich den Schaden machen, wenn ich es richtig mache? In die andere Richtung. Nee, okay, schade. Das wäre lustig, wenn man die wenigstens noch benutzen könnte. So, dann suchen wir noch nach einem super Geheimraum. Der könnte nämlich hier sein. Bin ich schnell genug? Nee, ich schaff's gar nicht. Schade. Okay, da wurde ich auch getroffen. Okay, wir machen es doch lieber mit der Bombe. Sterb! Und schauen, was der Boss droppt, denn das Boss-Item können wir natürlich auch rerollen. Heißt, oh Gott. Den hatte ich noch nie. Welcher Reiter war das? Oh Gott! Hilfe! Hä? Hat er mich gerade aus dem Bossraum geschubst? Wie geht denn das? Oh ne, da macht er seine Strahlen. Den kann man ausweichen halbwegs. Okay, der Boss ist doch stark. Okay, da sind gar nicht mehrere gekommen. Ich wusste auch gar nicht, wie ich diesen mehreren hätte ausweichen können. Die Strahlen sind eigentlich gut. Das ist eigentlich ein gutes Item. Also so ein Item, ein heiliges Item, die Feder. Ausweichen. Okay. Okay, so schwer ist er doch gar nicht. Es geht doch. Und vor allem, wir haben ja zwei Versuche, weil wir das extra Life haben. Und die Strahlen treffen einen auch nicht wirklich gut. Der Boss müsste nur wieder auf der Bildoberfläche erscheinen. So ist Shutter wieder. Wir müssen einfach ausweichen. Okay. Ich habe den Boss überschätzt. Du bist... Aua. Aua, okay, ich habe dich nicht unterschätzt. Tu mir nicht weh. Überschätzt. Du bist besser als alles, was mir je passiert ist. Oh Gott. Strahlen, Strahlen. Oh Gott. Nein, ich bin reingerannt. Ich habe gesagt, man kann dem ausweichen. Ich habe gelogen. Und es ist tot. Was auch immer es war. Dafür bekommt man sein Horse. Und sein Horse kann folgendes. Es kann fliegen. Das ist ein Leertasten-Item. So, ihr habt mir gesagt, ich soll es benutzen. Ach nee, man kann fliegen und hat den Auflade. Also hat so einen Charge. Und man... Hä? Hä? Es macht die Strahlen, man hat den Charge... Noch was? Und warum geht mein Bildschirm nicht mehr? So, aber um es zu erklären, warum ich es aufgesammelt habe und einmal zu benutzen, normalerweise, also es wurde mir zumindest, ich bin gerade unter meinem PC, weil mein HDMI-Kabel hat einen Wackelkontakt und ist gerade nicht mehr aktiv am Bild übertragen. Ich hoffe, man hört mich noch so. Man hat mir in die Kommentare geschrieben, ich kann ja das normalerweise nicht rerollen, weil der Boss kann nur dieses eine Item droppen. Wenn ich es allerdings aufsammle und wieder hinlege, dann hat es anscheinend ein anderes Verhältnis damit. Und ich kann es wieder rerollen. Und es ist tatsächlich so, wir bekommen noch ein HP-Upgrade. Naja, was wollen wir Besseres noch? Es fällt mir gerade gar nichts ein, was wir noch nicht eingesammelt haben an Damage-Upgrades. Wollen wir es nehmen? Wollen wir es nehmen? Es bringt uns rein gar nichts mehr. Die Sache ist, ein HP-Upgrade bringt uns rein gar nichts mehr. Natürlich in Kombination mit Cappys Power schon, aber ansonsten bringt es uns einfach nichts. Ähm,
Jetzt noch Brimstone. Ja, ich hätte Brimstone vorhin auch sammeln können. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden. Brimstone mit diesem Zyklopen-Item ist OP. Aber ich mag es einfach nicht so. Das Item ist so träge. Finde ich nicht gut. Normalerweise würde ich jetzt auch die Ebene verlassen. Weil auf der Ebene hier gibt es nichts mehr zu reißen. Außer vielleicht in Arcade, in dem man solche Fliegen bekommen kann, die um einen herumfliegen. Das wäre noch eine Sache, die ich mir wünschen würde. Ich würde auch sagen, den Stream beenden wir nach dem Run hier. Denn der Run, der geht, keine Ahnung, warum. Ich kann doch hier durchschießen. Hab schon gemeint. Nein, Babys, geht weg. Babys, ich mag keine Babys. Die weinen immer. Und pupen. Und pinkeln. Oh Gott. Okay, sie sind weg. Gut, die Gefahr in diesem Raum ist gebannt. Wir werden dann gleich wieder zum... Oh, der fliegt gar nicht. Okay, der fliegt um die Stacheln außenrum. Ja, dann müssen wir jetzt wieder zum Bossraum rennen. Yay. Gibt es einen Shop auf dieser Ebene? Gibt es einen Shop auf dieser Ebene? Erstmal den Chat lesen. Was, die Bad-Trip-Pille wird zu einer Full-Heal-Pille, wenn du nur noch ein Herz hast? Also ich bin schon mal an der Bad-Trip-Pille, glaube ich, gestorben. Ich bin mir da nicht sicher. Hat es Tears abgemacht? Ich nehme es auf jeden Fall. Tears ab, perfekt. Ist eine gute Sache mit unserem Item. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. The Death. Was hat The Death gemacht? Ich glaube einfach jedem Schaden, oder? Ja, wahrscheinlich. Hört sich logisch an. Also jeden Mob im Raum eine bestimmte Anzahl an Schaden. Oder es tötet mich einfach instant. Das wäre auch eine Möglichkeit, die noch bestehen würde. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch der Kampfraum. Falls wir dann noch voll das Leben bekommen und vielleicht einen Shop oder Arcade. Oder du mal keine Babys, was ab? Ich halte zumindest hier in Binding of Isaac. Und auch im echten Leben. Mein kleiner Bruder war mein Baby. Da. Die weinen immer so viel. Wenn sie nicht weinen, wäre alles okay. Okay, noch ein Herz, noch zwei Herzen, dann können wir in den Kampfraum. Oh nee, nicht du! Und vor allem, du explodierst normalerweise, macht sie sich wenigstens... Oh nein! Oh nein! Ich lege einfach eine Bombe zu dem Ding hin. So. Entschärft, würde ich doch mal sagen. Sterb. Und du bringst dich... Warum sprengst du dich nicht einfach selbst in die Luft? Du fliegendes, komisches Auge. Sie explodiert doch normalerweise, wenn man sie trifft, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du gehst auch noch. Oh Gott, sterben, rollende Gedärme. Herz, oh. Macht das mehr Herzentropfen? Das andere macht das mehr mit Silberherzentropfen. Ich bleib bei Silberherzen, weil Silberherzen kann man einfach immer mitnehmen. Egal ob. Oh Gott, oh Gott sei Dank ist es schon tot. Du gehst auch tot. Oh nee, geh weg. Baby, Baby. Guck, sie weinen. Ich hab's doch gesagt. Hört ihr sie? Sie weint. Hör auf, du weinen. Alles wird gut. Trollbombe. Noch ein halbes Herz. Wir haben vorhin wieder ein Herz verloren. Heißt, wir werden wahrscheinlich die Herzen nie voll bekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob es sich lohnt, hier überhaupt noch zu bleiben. Eigentlich nicht. Ich bleib trotzdem da. Sterbt einfach alle. Einen Schlüssel haben wir wenigstens dafür bekommen. Ich sollte hier echt die Ebene wechseln. Was bekommen wir hier noch? Einen Miniboss haben wir, glaube ich, auf der Ebene noch gar nicht. Und da kriegen wir den Schaden, der zu erwarten war, wenn wir noch auf der Ebene bleiben. Ach Gott. Ich schaff's einfach nicht, das abzutimen, wann die schießen und wann nicht. Doch, noch nie habe ich das geschafft. Einfach stirb. Oh, wir haben mir noch mehr Leben verloren. Es lohnt sich einfach nicht. Es lohnt sich nicht. Da sind Gehirne, die uns nicht groß was können, weil wir schweben. Wir fliegen. Wir sind fliegen. Der Maudado, Isaac mit Kaka und... einem Fetus am